Ich werde dich jetzt töten! Aber erstmal herzlich willkommen hier zu Schwodel, für unseren armen Ben. Ich bin Ben. Und da drinnen wartet ein ganz dickes, fettes Viech. Da drinnen wartet noch gar nichts. Wir müssen nämlich erstmal hier so hoch. Und dann da so rein, theoretisch. Von außen kommst du gar nicht hoch, ne? Vielleicht hochbuddeln, aber. So, dann einmal hier rein. Hier die Treppen hoch. Und dann wartet hier so ein Biest. Ein sehr gefährliches Biest. So, was machen wir? Wir werden erstmal das hier abchecken. 85er Power, 35er Power. Okay, das heißt, wir werden schon mal auf Feuerball gehen. Dann fressen wir. Hom, jom, 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 jom. Dann gehen wir auf Lila Beere. Auf das Ding. Wir haben leider keine Tränke. Aber wir süffeln uns noch Damage. Damage. Und was machen die? Minus. Minus ist nicht gut. Handwerk. Können wir noch Bandage machen? Ein paar Bandagen? Eine. Naja, mal. Eine Bandage. Okay, seid ihr ready? Let's go! Oh shit! Heilung schon. Man heilt dich doch. Wieso heile ich mich denn nicht? Huh. Oh Mann. Voll erwischt. Kein Mana mehr, okay. Hat keinen Schaden gemacht. Alles gut. Er ruft seine Leute. Kann man auf ihn rauf oder so? Oh shit, warte. Mann, kommt schon! Ja, ich war schon tot! Ich hab mich selber wiederbelebt. Heil dich doch! Der ist viel zu heftig! Viel zu heftig! Habe ich nicht noch ein paar Punkte? Guck mal, ich habe noch 5. Ist das ein Übersetzungsfehler? Vielleicht erstmal Schaden geht runter. Das 4 und das wird ein 1, ne? Ein kritischer Angriff mit einer magischen Waffe trifft alle Feinde im Umkreis von 20 Meter um das Ziel und verursacht 2 Schockwaffen pro Intelligenz. So, und jetzt kriegen wir erhöht Intelligenz um 1 und erhöht den Magieschaden pro Attribut. So, dann haben wir 8 und jetzt. Also jetzt muss das doch gerockt werden, oder? Ne, da müssen wir, ne? Hier ist er ja. Das Ding ist jetzt. Kann ich an den Dingern auch kochen? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt habe ich ja weniger Leben.
Weil ich die ja kochen müsste. Warum hat das übrigens so lange gedauert, überhaupt hier so aufzuladen? Der braucht richtig lange zum Aufladen. Aber der ist auch, glaube ich... Doch, der ist ja auch verbessert. Oh Mann. Heil mich doch. Ja, mir geht die Heilung halt auch aus, ne? Schon ein Viech. Die will nicht. Nicht triggern. Der doch. Guck mal, schon direkt hat er mich erwischt. Dass ich überlebe, ist manchmal frech. Vielleicht einfach mal in die Tür reinrennen? Mann! Ich renn mal in die Tür rein. Ich höre ein Knurren. Aber vorbei. Schlüssel zur Burg. Okay, er hat den Schlüssel. Kann ich wirklich nicht irgendwie auf ihn rauf? Scheiße, ist die Burg zu schwer für mich? Und ich dachte, ich wäre schon echt gut. Ich bin Anfängerpiss. Kleiner Anfänger bin ich. Komm ich da irgendwie hoch? Wenn ich doch nur ein Zuhause hier hinbauen könnte, ne? Die Ausdauer. Dann könnte ich ja kurz nach Hause meine Waffen verbessern.
Hier geht's gar nicht raus und nix, ne? Ich glaube, hier ist nichts. Komm hier nirgendwo durch. Na gut, haben wir ihn da ab. Ich meine, ich halte mich ja auch, wenn ich ihnen einen Feuerball auf den Arsch hau, ne? Da halte ich mich ja quasi instant. Vor allem kriege ich meine Sachen hier überhaupt jemals wieder? Ich muss genau gucken, was er macht. Einfach nicht treffen lassen. Ruft er die ganzen. Wieder ausweichen. Okay, hab mich gleich getroffen. Shit! Shit! An den kann ich mich nicht ausruhen oder so, ne? Machen wir hier nochmal 30% mehr Damage. Mein Zauberstab ist gleich schon wieder kaputt. Scheiße. Ich muss reparieren. Ich versuche das einfach nochmal. Warum heile ich mich denn nicht, wenn ich ihn mit meinem Feuerball abschieße? Oh nein, hör doch auf. Scheiße, meine Waffe ist kaputt. Ich hab gesagt, ich muss mich heilen. Mann! Die ganzen Grabsteine! Das Ding ist, ich habe jetzt auch einfach keine Buffs mehr, ne? Das ist die falsche Flamme. Jetzt habe ich keine Ausdauer. Hm?
Schnapper, Klapper. Kann ich hier denn nirgendwo kochen, wenn ich ein bisschen mehr Leben vielleicht hätte? Aber ich habe auch noch nicht einmal gesehen, wo ich hätte kochen können. Will ich auch nicht, du. Wo ich, oh, warte mal, hier war ich noch gar nicht. Die Katakomben. Ich bin unruhig, weil ich den Boss nicht schaffe. Des Nachts dringt hinter den Mauern ein Stöhnen an meine Ohren. Ein Röcheln. Knirschend und dumpf. Ein Wimmern aus einer Kehle. Trocken wie der Sand des Ödlands. Ein hohlen Klopfen gegen mein Schädel. Es heftet sich an meine Wirbelsäule und erschüttert mein Inneres mit jeder Vibration. Ich kann das nicht ertragen. Ich habe Holz und Nägel mitgebracht, was auch immer es ist. Ich lasse es nicht hinein. Da. Okay. Nehmen wir die da. Hier? Er kann ja trotzdem nicht kochen. Warte mal, was leuchtet denn da unten? Achso, das ist die Flamme, ne? Und an den Dingern kann man nicht kochen, ne? Tja. Was soll man machen, ne? Aber hier ist noch eine Tür, die nicht zu ist. Ich habe Angst, wenn ich mich jetzt zum Beispiel ausloggen sollte. Wenn ich jetzt sage, komm, das war's für heute. Aber warum kann man nicht hier gucken? Dass meine Grabsteine dann weg sind. Der für Happy Eggs. Hier auch jemand? Hier unten ist gar nichts, ne? Wo kommt denn meine Regeneration da oben her? Kann ich nicht das Tor hier? Kaputt hauen? Wenn ich meine Sachen krieg. Aber wer weiß, wie viel Leben. Da war ja dieses eine Ding, wo ich auch schon ewig mal drauf rumgekloppt hatte. Auch nichts gebracht hat. Konnte man sich nicht ein Lagerfeuer bauen? Warte mal, ich kann doch so viel herstellen. Holzscheite. Guck mal hier. Holzscheite. Dass wir wenigstens mehr Leben haben, weißt du? Ja, leider fehlt Komfort, ne? So, kochen.
Mehr Leben ist schon wichtig. Scheiß auf mehr Angriff. Aber wenigstens mehr Leben. Oh, wir ruhen uns trotzdem aus. Das ist gut. Das heißt, wir haben auch mehr Ausdauer dann. Tja, kann sich ja nur um Stunden handeln jetzt. So, das Fleisch ist durch. Zack. Ordentlichen Boost. Den fresse ich auch nochmal. Leider haben wir gar nichts zum Heilen, ne? Bringt mir nichts. Beschwörung. Man kann ja auch hier einfach die Leute hin beschwören. Okay. Dann mal los. Attacke! Warte. Scheiße. Wo sind denn meine Freunde? Warum kommen die denn nie? Meine Skelettis. Oh shit, den habe ich nicht kommen sehen. Oh shit. Oh shit. Heil mich! Oh, ich war doch so gut, die Hälfte war schon runter. Mann! Scheiße, ey. Scheiße. Und man heilt sich auch nicht mal am Lagerfeuer, ne? Kettenblick bringt ja gar nichts. Alter, die ganzen Leichen hier, ne? Scheiße. Muss mich mit Auto-Attack hier hochheilen. Ey, dass der auch nicht schießt!
Jetzt ist mein Zauberstab leider kaputt. Ja. Was soll man denn machen ohne Zauberstab? Man braucht zwei Zauberstäbe. Was ist mit der Waffe hier eigentlich? Die ist auch bodenlos stark. Oder? Aber halt arschlangsam. Ey. Das wird eh alles nichts bringen. Die ganzen Leichen. Meine Leichen. Deren Leichen. Soll ich mich da irgendwie mal einbuddeln oder so? Bringt das was? Ah, jetzt habe ich ein Stück Fleisch verschwendet. Ah, Mann, oh, Miet. Also. Freunde, was lasse ich denn da jedes Mal liegen? Ich habe doch gar nichts mehr im Rucksack. Den Topf, den behalte ich anscheinend. Kann nicht mal mich selber heilen. Tja, ich versuche jetzt mal meine ganzen Sachen dort zu nehmen. Indem ich jetzt hier sowas hier wegschmeiße. Sowas wegschmeiße. Den könnte ich vielleicht noch nehmen. Zusammen mit denen. Aber ohne Zauberstab halt schwer, ne? Noch einmal reparieren und dann... Ich repariere jetzt noch einmal. Kommst du denn her? Und der Lebensraub ist auch für den Arsch, ne? Funktioniert nicht immer. Ich glaube 6% Chance ja nur, ne? Nicht 6% Heal. So, wach. Was ist dahin? Wie kriege ich meine fehlende Heilung jetzt zurück? Das ist auch so ein Problem. Wenn ich mich nicht heilen kann. Keine Tränke, nix habe ich. Mit Tränke und so wird es ja vielleicht funktionieren. Ich meine, ich kann ja mal gucken, was ich für das Fleisch hier kriege. Aber eigentlich habe ich ja schon Fleisch, ne? Es geht ja aber nur eine Sorte. Oh, falsch. Da. Oh. Was mache ich wegen meiner fehlenden Heilung? Und warum ist meine Waffe so langsam? Dachte ich auf 50% schneller.
Ja, ich glaube nicht, dass das geht. So, was macht das? Kondition. Geht nicht. Ja, ich muss mich halt hochheilen, wenn ich jetzt da unten bin. Alter, geh doch da raus, du Honk. Manuel, bin ich dumm oder was? Bin ich dumm? Bin ich dumm? Ein bisschen? Ein bisschen dumm, ja? Ich müsste jetzt eigentlich direkt wieder reparieren gehen. Guck mal, wie viel ich hochhalten muss. Scheiße. Habe ich auch nichts vom Heilen, ne? Ja, das fresse ich auch noch. Oh shit. Schön hochheilen. Sind jetzt die Viecher, die kommen? Die auch alle sterben? Scheiße, nicht aufgepasst, was er macht. Oh Mann, geh doch auf. Ja, reicht mein Zauberstab nicht mehr. Der ist doch schon wieder des Todes angeknackt. Jetzt sagen die irgendwo hoch. Warum komme ich hier nicht hoch? Jetzt reicht das einfach nicht mehr. Also ich bin ja zur Seite, aber... Mann! Ja, jetzt kannst du eh knicken. Jetzt ist mein Zauberstab wieder am Arsch. Also zwei, dritt, viert ist er bestimmt easy. Ich alleine habe hier voll die Probleme. Aber wird er vielleicht stärker, wenn man mit 2, 3, 4 ist? Ich gehe ja auch nicht mal voll rein in den Kampf, ne? Weil ich komplett leer bin. Es ist so ätzend.
Aber jetzt kenne ich den Weg ja mittlerweile schon auswendig. Was ist das? Beim Schock Wasser gibt's auch noch. Bin ich schon wieder falsch abgebogen, ne? Darauf falle ich jetzt mal rein, aber ich weiß auch nicht warum. Gibt's hier nicht. Leck mich am Arsch. Bin jetzt nicht gestorben. Bin ich denn ganz? Warte mal, warte mal. Die halt ja nur 30 Sekunden, das heißt, den muss ich eigentlich oben mal eben kochen. Die Bärhuhe. Damit ich wenigstens geheilt werde. Okay. Dann nicht. Ah, die muss ja getrocknet werden, nicht gekocht. Muss mich kurz mental vorbereiten, was trinken und so. So. Dann knall ich mir jetzt nochmal hier so ein mysteriöses Fläschchen rein. Ja, wenn ich das jetzt nicht. Oh, die ganzen Grabsteine. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, versuche ich mal meine ganzen Leichen da zu schnappen oder irgendwie, weiß ich nicht. Ob man sich wegbeamen kann oder so vielleicht. Ja, ich glaube nicht, ne? Aber ich glaube, er habe ihn noch geblockt. So, jetzt kommen die Kleinen. Oh, ich habe endlich mal so einen Typi gekriegt. Attacke, mach ihn tot. Nicht kratzen jetzt. Scheiße. Mann, dieser Angriff ist einfach so stark. Wenn dieser Angriff nicht... Oh, mein Zauberstab ist schon wieder zur Hälfte für den Arsch. Ach, Mann. Wenn dieser Angriff nicht wäre, ne? Und wenn ich voll aufgeladen wäre. Ja, ich versuche jetzt mal meine Sachen zu nehmen. Egal, ich habe ein paar Grabsteine jetzt quasi zusammengedutscht. Sind es nur noch vier, oder? Ich glaube vier. Fünf vielleicht.
So. Kann ich jetzt irgendwie, kann ich weg? Ja, theoretisch. Was war das denn? Verprügelt ihn jetzt einfach, mir scheißegal. Vielleicht ist das ja der Trick. Einfach drauf. Einfach drauf. Ich versuch das mal mit der Hau-drauf-Taktik. Ich versuch das jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt nochmal so ein Stück Fleisch, damit ich mich schön heilen kann. Ich habe nicht mal angefangen, bin schon gestorben. Okay, ich nehme ein Stück Fleisch. Oh Mann! Attacke! Pup! Ah, davor muss ich aufpassen. Ah, davor auch. Und davor auch. Wieso sterbe ich schon von so einem leichten Sprung? Verstehe es nicht. Verstehe das alles nicht. Verstehe das alles nicht. Alter, werf doch dein Kamehameha mal woanders hin. Ja, dann beam ich mich jetzt weg. Ich gehe jetzt da rein, hol meine Sachen. Vier Plätze, glaube ich, waren da noch drin, irgendwie gefühlt, ne? Aber das waren die falschen Sachen. Okay, vielleicht sollte ich das nicht machen, wenn er mich gerade ankotzt. Also rein theoretisch müsste ich hier gleich hochlanden, wenn ich M und R drücke. Theoretisch. Oh, das wird ja schwer zu entkommen. Oh, diesmal liegt meine Leiche hier oben, aber das ist gut. So, dann können wir jetzt mal eben aussortieren, nämlich. So, also das, das und das und das kann auf jeden Fall weg. Nein! Hä? Gestorben. Und wieder da. Und meine Sachen? Alle wieder. Mein Grabstein ist da hinten noch. Ich bin jetzt hier? Das war ein schlechter Witz. Und ich dachte, ich komme da oben an. Nein. Ey, wehe, mein Grabstein. Ah, das muss ich gleich recherchieren. Ansonsten müssen wir uns das in der nächsten Folge wiederholen. Wir müssen wieder ganz hin, aber
Ist der Grabstein weg? Nach dem Ausloggen. Hallo? Herzen aus Eisen. Du hast es drauf, Flammblut. Ich verrate dir ein Geheimnis. Das beste Eisenerz verbirgt sich in der Mine tief unter dem Miasma. Aber keine Sorge, wenn deine Miasma-Passierstufe hoch genug ist, solltest du keine Probleme bekommen. Okay. Ein Kessel. Da hinten ganz. Wo ist... Oh, schön. Tja. Das... Weiß nicht, Haselnüsse... Ist ja ein Getreideprodukt, ne? Steht das hier zufällig eigentlich auch? Hasel... Habe ich kein Ding von. Obwohl das ein Getreideprodukt ist. Komisch, ne? Okay. Das ganze Fleisch kommt noch raus. Das werde ich jetzt gleich mal eben so nebenbei kochen. Der Kessel. Ausdauer. Packe ich mal hier rein. Legendary Waffe. Oh, das könnten wir auch gut gebrauchen. Pfeile. Hier haben wir zwei den gleichen Bogen, dann kann ja einer weg. Und der kann auch weg, weil den haben wir auch doppelt. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall Heiltränke, aber wir haben nur drei Tränke. Schieß. Das ist nix. Das ist wirklich nix. So, das Fleisch bringe ich mal hier hin. Gucken wir gleich mal. Kessel und das Ding. Ah ne, das muss ich ja eh hier unten packen. Da unten packen. Zauber. Was ich holen könnte, wäre das. Mache ich mehr Schaden. Ausprobieren. Und was wir brauchen ist auf jeden Fall... Also Kettenheilung ist ja völlig für den Arsch eigentlich, ne? Und es geht nur 40. Also wir nehmen Heilung mit. Und Flammen mit. Eisbolzen brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. So. Haselnüsse brauchen wir nicht. Und das brauchen wir auch alles nicht. Was sagt meine Tasche jetzt noch? Münzen. Kommen noch hier mit rein. Dann verbessere ich mal eben den Zauberstab und dann... Oh, also ich traue mich nicht, offline zu gehen. Und vielleicht mit dem neuen Zauberstab... So, dann auf jeden Fall brauchen wir mehr Beeren. Und wir müssen Pilze kochen, ne? Ne, das ist ein Setzling nur. Das sind unsere Pilze.
Kessel gefunden. Gelobt sei dir, Bauer, du hast meinen Kessel gefunden. Wie geht's denn, Raoul? Oh, seine Zeit lief ab, während meine stehen blieb. Also sind wir wirklich die Letzten, wie grausam. Zünden wir ihm zu Ehren ein Feuer an. Wenn wir mit dem Kessel eine Feuerstelle herstellen, wird uns gleich warm. Wo möchtest du den Kessel hin haben? Hier? Zufrieden? Ah ne, der Kessel... Warte. Du möchtest das Ding haben. Haben wir wenigstens etwas Positives heute, oder? War das hier so hin? Und dann ist ja eigentlich voll im Weg. Kann ich ja gar nicht mit dir reden. Mach ich das hier. So, und was kann man hier jetzt machen? Man muss nicht selber... Und ich wollte gerade selber grillen. Ich brauche davon viel mehr. Ich brauche davon ja noch ein paar. Und dann brauche ich auch mehr Kessel. Alles andere hätte ich. Da bin ich wieder. Ein seltsamer Brief. Flammenblut! Vor einiger Zeit geschah etwas sehr Seltsames. Ich erhielt eine Nachricht. Sieh dir das mal an. Von Regan mit Grüßen von den Conways. Ich habe nie jemanden namens Regan getroffen, aber ich kenne diese Conways. Kuriere aus dem Osten. Sie müssen über den Handelsposten Loderner Fels gereist sein, um die Nachricht zu überbringen. Kannst du mit dir das mal ansehen? Okay, noch weiter weg. Metallplatten brauche ich. Und Metallplatten kriege ich hier, ne? Okay. Okay. Packe ich einen wieder da rein. Ich brauche mehr Kohle. Kohle haben wir hier. Kohle hier wieder rein. Und hier. Auch eigentlich Kohle. Jetzt zwei von diesen Kesseln noch. Und jetzt habe ich drei davon. Dann können drei Sachen... Okay, aber wo... Aber dann sollen die nicht hier einfach so stehen. Dann sollen die... Ich hätte die vielleicht gerne hier, aber dann packe ich hier aber einen anderen Boden noch hin. Oder geht das so? Das ist so schief, das muss gerade sein. So, jetzt habt ihr euch suchen. Wild. Kommt jetzt hier wild rein. Dauert 2 Stunden. Tsch. Hier. Kommt gerösteter Ding. Kommt gegrilltes Fleisch rein. Haben wir nur 2. Und hier gegrillteter Wolf. Und dann kommen hier die Wölfe rein. So. Dann kann das erstmal hier ordentlich durchköcheln. Aber wir brauchen da viel mehr von. Wir brauchen ja insgesamt dann noch 1, 2, 3 theoretisch. Okay, dann packe ich die Pilze da hinten erstmal wieder hin. Obwohl, ich könnte hier auch... Warte mal. Ich lasse die mal hier. Mmh.
Da dahin. Also theoretisch hätte ich ja Getreide, Frucht und Fleisch. Und diese Dinger. Theoretisch könnten wir das nächste Folge einfach mal probieren. Dann gehe ich kacken und wir sehen uns. Abonnier meinen Kanal, folge mir auf meiner Reise. In Emsrodet kämpfen wir ums Überleben, in dieser magischen Welt so leise. Lass uns gemeinsam das Reichen der Wale retten und die Seuche besiegen, die uns bedroht mit all ihren Ketten. Also abonniere mich jetzt und sei ein Teil davon. Gemeinsam werden wir siegen in den Schlaulicht, dem großen Thron.